So, willkommen zurück zu Blood 2. Das letzte Mal sind wir zum Bahnhof gekommen und jetzt befinden wir uns im Phantom Express E1 M3. Ja, wie gesagt, sind ein paar Gegner auf den Schienen, ein paar nicht so Gegner, aber das macht nichts. Und tschüss. Alles klar. Na? Na, vielleicht soll ich doch das TNT-chen auspacken. Dass hier einfach mal Ruhe ist. Ach Gott, das macht irgendwie, ich weiß auch nicht, das macht Laune. Dann spare ich mir das Ganze mal. Spaß halber. Da brauchen wir den Flammenschlüssel. I need a key. I need a key, genau. Den Key kriegst du auch irgendwann. Den ich ja lüssel. Get off my train. Na? Ist jetzt weiter auch tot oder noch nicht? Ich glaube, jetzt bekommen wir auch die Tommy Gun in dem Level. Kann locked. Das sein? Ja, alles ist locked. Es gibt. Wieso spielt keine Musik? Ich glaube, in dem Level gibt es keine Musik, ne? Damit man das. Ja, die legen sich teilweise auch hin, um nicht so leicht getroffen zu werden. Gar nicht mal so dumm, die Gegners. Und da ist ja auch schon die gute alte Tommy Gun. Jetzt wird's witzig. Genau. Hat auch hier eine Sekundärfunktion, wo sie dann, also die Waffe, wo die Waffe hinterher, kannst du mal zeigen. Ich glaube, da machen die einzelnen Schüsschen mehr Schaden, aber ist wirklich nur dann effektiv, wenn man die Gegner wirklich direkt vor sich hat. Vielleicht, wenn man in die Gegner reinläuft und dann drückt, ist es auch noch locked. Eine valide Option. So allerdings, naja. Locked. Locked. Okay. Alles verschlossen. Aber ich glaube, ich bleib mal bei der Shotgun. Ja, warum macht der? Er spinnt da wieder rum. Warum tut er das? Ich weiß es nicht. Ja, das machen wir so aber nicht. Dann. Also genau. Schön, dass er. Oh, verdammt. Naja, das war nicht so ganz intelligent gelöst. Aber ich glaube, in dem Level gibt es auch ein leckeres Madpack. Ah ja, gut. Und natürlich die Life-Essence-Geschichten, die Lebensessenz können wir wieder aufnehmen. I need a key. Natürlich brauchst du einen Schlüssel. Aber wir haben hier einen Oldschool-Shooter. Was soll man auch anderes brauchen als Schlüssel? Sehr unheimlich. Ja, was machen wir denn am dümmsten? Vielleicht. Anu? Ein Stückchen TNT. Kommt immer gut. Oh, verdammt. Alles klar. Ja, man merkt schon, Schwierigkeitsgrad hat sich gewaschen. Wir haben ja einen Custom-Schwierigkeitsgrad. Und das macht es, glaube ich, nicht einfacher, ne? Ja, das kommt drauf an. Kann sich so einstellen, wie man es gerade. Wie man es gerade braucht. Aber. So wie sie eingestellt sind, haben nicht so viel Lebensenergie, dafür machen sie halt mehr Schaden. Na komm. Ne. Oh verdammt. Und gerade eben die Hitscanner. Also die, deren Schüsse sofort treffen, die müssen. Oh verdammt. Die müssen halt sofort weg. Ja, hätte man das vorher gewusst, hätte man vielleicht so ein C4 hinpacken können, Moment. Der lebt noch, ne? Nein, der lebt nicht mehr, alles klar. Okay. Ausgehustet. Hoffentlich geht's jetzt wieder. Ja, irgendwie. Nervt da wer, okay. So. Ja, meistens findet man diese Akimbo-Sachen dann, wenn es vorbei ist. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Muss man halt auch wieder kennen und dann erst geht's weiter. So, wo ist hier noch was? War da oben irgendwo? Es gibt natürlich auch Wände, die man irgendwie aufdrücken kann, dieses Abumpfen der Wände, aber meistens ist es irgendwo. Ich weiß nicht, ob ein Schalter oder man muss irgendwas wegsprengen. Letzteres in den
In meisten Fällen. Oh Gott. Apropos wegsprengen. Ich glaube, das war nicht so gut. Der lebt bestimmt noch. Wir warten einfach, bis er aufsteht. Aber er steht nicht auf. Oh, ist das nicht... Ist das nicht der üble Raum? Okay, und ich habe kaum noch Munition. Ja, das ist ein großer quasi Speisesaal, wenn man so will. Oder der Getränkewagen, genau. Speisesaal? Speisewagen? Schon vergessen, wo wir hier sind. Ich hoffe mal, dass wir jetzt mit C4 arbeiten. Oder mit Quatsch, mit TNT. Das ist ja immer die C4-Geschichte. Ja, quiekt er. So, jetzt. Tja. Jetzt muss ich aber ran an den Feind. Oh, ich kann natürlich auch die Flare Gun benutzen. Ja, selbstverständlich. Viel dürfen nicht mehr drin rumlatschen. Oh, aber das C4 kriegt er noch rein. Verdammt! Ah, oh, diese Ratte. Okay. War nicht schlecht, muss man ihm lassen. Okay, das war knapp. Zwei Trefferpunkte, wir machen einfach mal... Wir machen einfach mal 100 raus. Verdammt. Ja, ja, irgendwas ist ja immer bei dir. Okay, Munition haben wir jetzt reichlich, aber ich hätte gerne ein bisschen was von der anderen Munition, die guten... Wie heißen sie noch gleich? Tommy Gun. Schüsschen. Ja, genau das. Eigentlich hätte man wahrscheinlich hier reinrennen, sich hier irgendwie verstecken sollen und sich das dann holen. Das ist, was ist das? Reflective Shards. Das heißt, da wird alles an Schüsschen wird zurückgeschleudert. Okay. Aber schön, dass sie so Aufstellung nehmen und auf mich warten. Ja, ist ein bisschen viel los, muss ich sagen, durch die Einstellungen. Ich habe das ehrlich gesagt auch nie auf den höheren Schwierigkeitsstufen lange gespielt. Deswegen, ne, so ein bisschen schwierig das Ganze. Ach, das hätte ich gerne. Ah, ne, hätte ich nicht gerne, weil ich es nicht aufnehmen kann. Aber ich hätte gerne so ein leckeres Med-Päckchen, weil da habe ich nichts mehr von. Schlüssel habe ich gefunden. Ich glaube, das ist der Anfangsscharre-Schlüssel. Kann das sein? Ist das möglich? Oh, sehr gut. Also hat sich doch gelohnt, dass ich nochmal nachgeschaut habe, ob da irgendwas ist. Bloß die Frage ist, was ist ein Schlüssel? Alles klar. Frage hat sich erledigt. Naja, habe ich schon gesehen, mein Junge. So, jetzt mal gucken. Ne, wir haben nur die standardmäßigen... lecker. I'm not that hungry. Okay, so hungrig ist er nicht, dass er das hier essen würde. Aber noch Mäuschen natürlich wieder. Okay. Mache ich sowieso viel zu selten, die Sachen mal anzuklicken. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil man es schon so oft gespielt hat, dass man das gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, sondern einfach nur noch das gute Level-Design sozusagen realisiert. Ah, da bauen wir Trick 17. Packen es mal hinter den Kollegen. Oh, das hat gesessen. Das ist ja kurz vorbeigeflogen. Alles klar. Ich glaube, hier wäre ich rausgekommen, wenn ich mit dem Aufzug, oder? Oh, verdammt. Ich glaube schon, dass sie auch Munition mitbringen. Was gleich nochmal, ha? Huh? Oh, verdammt. Das war knapp. Aber das hat gesessen, habe ich so das Gefühl. Oh, shit. Verdammt. Weg. Alles klar. 150 haben wir noch. Naja, ist okay. Wow. Oh, just me. Ja, so sehen wir aus. Auch typisch Doom Engine Games. Quatsch. Build Engine, also die Duke Engine quasi. Dass man sich selber im Spiegel sieht, betrachtet und natürlich auch mit schönem Kommentar, das darf auch nicht fehlen.
Okay. Kleiner Schneck neben dem Klo. So, jetzt mal gucken. Wir haben... Was haben wir denn? Wir haben den... Oh, verdammt. Irgendeinen Schlüssel haben wir. Sieht nach Flame Key aus. Flammenschlüssel, Schädelschlüssel. Aber das sind neue Gegner. Nein. Na gut, kann ich mir eigentlich schenken. Ich habe 100 Schuss. Da können wir schon mal ein bisschen verschwenderisch umgehen. Flares benutze ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu selten. Sollte ich eigentlich machen. Vor allem, weil ich der Schwierigkeitsgrad jetzt ausreicht, um sie meistens mit einem Platz zu machen. Aber hier müssen jetzt gleich neue Gegner müssen hier zu finden sein. In der... Ja. Oder nicht? Ich weiß nicht. Und ein Hühnchen. Merkwürdig. Ich dachte immer, hier wären noch... Oder hier vielleicht? Ne, ist die andere Seite. Und da spielen wir mit deinem Kopf ein bisschen Fußball. Ja, auch ein tolles Feature. Und ich bin in die falsche Richtung gelatscht. Ja, selbstverständlich bin ich das. Also erstmal kicken, wo müssen wir denn hin? Ich weiß es gar nicht mehr. Next up, Green Town. Oh, verdammt. Oh, oh. Alles klar. Haben das mal leider so ein bisschen gelitten, aber... Ja, das ist wirklich ein gefundenes Fressen für... Naja, für die... Für das TNT, das ich leider nicht ganz so gut eingesetzt habe. Moment, hier gab es doch irgendwo noch einen... So einen geheimen Durchgang. Oh, ich habe 12 Lebenspünktchen. Und da ist nochmal so ein Raum, okay. Jetzt hoffen wir auf das Beste. Und Mäuschen sind auch wieder mit dabei. Lebt noch, ne? Jetzt ist aber Ruhe. Hoffe ich doch. Genau, das ist die Stelle. Okay, ich habe ein Trefferpünktchen. Ja. Das ist eine gute Idee, so weiterzumachen. Eigentlich nicht, ne? Hier habe ich nur 15 Schuss. Das bringt wahrscheinlich nicht ganz so viel. Naja. Wenn es mich gleich zerlegt. Ah ja. Weiß wenigstens warum. Okay, das war knapp. Oh oh. Nee, das reicht nicht. Na, wenigstens der dahinter. Naja, zumindest den hier. Oh, verdammt! Ja, okay, das war ziemlich dumm. Dann machen wir es doch mal richtig. Oh, verdammt! Ja, ja, ist gut. Achso, die machen eigenständig die Tür auf. Das ist natürlich frech. Ich glaube nicht, dass das so genehmigt ist. Und? Ja, nicht alle erwischt, aber die machen ja den Rest von ganz alleine. Wie gesagt, Hitscanner immer ziemlich unangenehm. Kommt der wieder? Ich glaube, ich habe nur einen Schuss abgefeuert, genau. Ist auch so, wenn die eine Kammer leer ist in dem Ding. Ja? Okay. Dann macht er natürlich nicht den vollen Schaden, auch wenn er den zweiten, den Spezialangriff antätigt oder wie auch immer. Genau, wir sprechen das mal ab. Das war ja klar. Verdammt. Ja, ja, schrei nicht so. Och Gott, ein Mäuschen, wie süß. Und tschüss. Ach, da sind noch mehr von den Mistviechern. Das letzte Mal habe ich die wohl alle mit dem C4... C4. Ich glaube, das werde ich auch nicht mehr lernen in dem Leben. Kriegt man das noch anders weg? Ich glaube nicht, ne? Was war das? Ja, okay. Locked. So komme ich da also wirklich nicht hin, okay. Heißt, ich muss mich hier durchballern mit der
Was ist mit der, Shotgun, ne? Mit der abgesägten Schrotflinte? Okay, komm, steh auf. Und Feierabend. Life Essence, ja, ist alles. Sieht momentan noch recht gut aus. TNT ist immer gerne gesehen. Alles klar. Ja, ist ziemlich heftig, muss ich sagen, vom Schwierigkeitsgrad. Ich hoffe mal, dass das, naja, nicht so bleibt. Wird wahrscheinlich schon so bleiben, aber. Ich hoffe mal, dass es machbar ist. Denn das ist, wie gesagt, ziemlich übel. Ein sehr angenehmer Schwierigkeitsgrad. Also als Herausforderung, in jedem Fall, ne? Ah, verdammt, hab ich schon gesehen. Ja, also manche Stelle kennt man eben noch. Wie das hier. Und das war nicht so gut, ne? Aber er kommt. Nehmen wir mal ein bisschen die Tommy-Gun, haben wir 130 Schuss. Das sind wir eigentlich fast schon durch. Ja, muss den Zug stoppen. Dann drehen wir einfach mal die Sachen auf, wo Danger steht. Ob man da rein kann? Ich versuch's mal. Tatsache, okay. Interessant. Ich schätze mal, das war ein Geheimnis, oder? Dann machen wir hier mal die Luke auf. Safety clamps are in place. This switch is locked. Auch hier. Okay, also die Sicherheitsklammern sind aktiviert. Safety clamps disabled. Okay. Jetzt frage ich mich nur, wo muss man nochmal hin? Wir sind ja vorne. Vielleicht sollten wir jetzt. Ja, internal engine heat critical. Ich hoffe mal, dass nicht bis hier reicht die Explosion. Wir sprengen gerade den Zug und halten hoffentlich an. Sehr gut. Naja, die Hälfte der Secrets, aber immerhin haben wir alles alle gemacht. Das ist doch schon mal ganz nett. Das war auf jeden Fall der Phantom Express.